So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Train für Season 7. Und jawohl, wir befinden uns hier gerade wieder in, ja, Bastard. Einige haben es eventuell letzte Folge etwas falsch verstanden, ne, Bastard und so. Ja, das ist eigentlich ja nur der Stadtname hiervon. Deswegen, da bitte nicht böse sein, was ihr als erstes gelesen habt. Oder einige dachten sich wohl... Was? Na, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen einmal bitte ignorieren. Eigentlich könnten wir hier eine gesonderte Traumspur mal einführen. Aber so übel bin ich dann auch nicht. Ich sage, yo Mann, das machen wir. Was ich hier nochmal mache, ist einfach, damit wir hier noch ein bisschen Fläche haben zum, ja, Ausgleichen. Ein bisschen mehr Fläche annehmen, als wir eigentlich haben. Und dann hier die Kanten mal ausgleichen. Dann kann es nämlich schon sein, dass es dann wieder besser aussieht als vorher. Dann haben wir nämlich diese blöden Kanten nicht drin. Oder halt andere komische Ecken und ja, sowas nicht. Das ist dann eine Idee. Dann können wir hier nämlich auch noch das geradeaus, das gerade machen. Geradeaus machen. Ja, weil das war dann doch so eine Sache, die ich dachte, können wir nochmal ändern. Leider geht es ja auch nicht ganz nach vorne. Aber so weit wollten wir dann, glaube ich, auch nicht. Hier machen wir das dann wieder. Das war hier die... Oh, ja, ja. Ich habe gerade wohl neue Mods hinzugefügt gehabt. Hey, die sehen gar nicht so schlecht aus. Also das, was ich eben sah. Sieht gar nicht so schlecht aus. So. Und formen wir das hier nochmal ein bisschen an. Und geht das hier auch wieder. Genau. Ihr hattet geschrieben, damit es hier ein bisschen besser aussieht, soll ich doch mal auf die Straßen in ein paar Autos setzen, damit es einfach auch realistischer aussieht. Nach dem Motto, hey, hier fährt noch einer lang. Ne? Obwohl hier eigentlich schon lange keiner mehr lang fährt. Ich setze da oben jetzt auch nochmal einen hin. Wir setzen ihn mit ein bisschen Abstand hier rein. Einfach nur, also jetzt zum Beispiel hier unten mache ich die an mehreren Stellen hintereinander. Damit man halt hier auch so einen kleinen Abstand generiert zwischen den einzelnen Fahrzeugen. Also, ne? Weil hier unten fährt ja so gesehen nichts lang. Das müssten wir jetzt nur noch auf die restliche Strecke etwas nachholen. Das ist halt die Frage, macht man das ja oder nein? So. So, na, das sieht Mist aus. Zack. Ist ungewöhnlich, bei den Landschaftstool Autos rauszuholen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen merkwürdig, ja. So, zum Beispiel haben wir das jetzt hier ein. Dann haben wir hier noch ein. Dahinter noch ein. Dann können wir hier das so machen. Ja, so sollte es halt dann aussehen, glaube ich, nach eurer Meinung. Wir müssen aber noch mehr angleichen, damit es halt hier wirklich perfekt aussieht. Ja, da kann man sich, glaube ich, dann auch ordentlich verlieren. Genau, ich hatte noch so ein paar Sachen hinzugefügt nach dem Motto, schauen wir uns das mal an. Ein bisschen habt ihr den gerade auch gesehen. Da war nichts Neues. Da war eigentlich auch nichts Neues. Nee. Hier ist ein bisschen neu. Also hier können wir dann jetzt auch ordentlich neue Betonplatten setzen und sowas. Falls halt der Bedarf ist. Ne, das heißt zum Beispiel, fährt er gerade falsch? Zurück, mein Freund. Zurück.
Ah, da waren gerade zwei drin. Ah. Das ist uncool gewesen gerade. Die Frage, wieso? Ich kann sie euch nicht beantworten. Genau. Auf jeden Fall sind hier so ein paar neue Sachen anscheinend dazugekommen. 30 Meter, 10 Meter Rampe. Das wäre dann ja eigentlich sowas nach dem Motto. Könnte man hier einsetzen, wenn das gerade wäre. Können wir mal kurz gucken. Nee. Das wäre zu hoch. Nee, das... Das wäre alles zu hoch. Aber man kann das ja hier... Gott sei Dank doch ein bisschen verstecken. Einfach mega übertrieben. So, gibt es denn... Haben wir hier nicht irgendwas Flaches? Cool. Das gefällt mir. Das ist echt eine schöne Sache. Haben wir hier irgendwo... noch einen Bahnübergang? Dann würde ich das... Ah, da unten. Aber doch hier mal testen, wie das aussehe. Das sind jetzt hier zum Beispiel Sachen, die doch ganz cool sein könnten. Das wäre das andere, Beton, Asphalt. Nicht irgendwie ein bisschen hoch, ne? Wenn ich das jetzt wetten, hier unten dran setze. Dann passt es auch wieder. Ich glaube, hier haben wir noch so ein bisschen was sagen können. Jupp, das passt. Haben wir nicht irgendwie so eine 30 Meter große Grasfläche irgendwo? Scheinbar nicht. So. Genau, das sind ja hier unsere schönen Ränder. Die machen, was ist das denn? So, das, der ist gleich so lang. Mega. Wow. Jetzt sieht übel aus. Ich wollte noch kurz gucken, was wir denn hier noch so haben. Oh, eine Lagerhalle. Cool. Das ist eigentlich echt was Schönes. Was ist das jetzt? Okay. Das passt irgendwie nicht zu dem, was wir hier gerade haben. Ja. Das ist eigentlich ein Eingleiser anscheinend. Passt irgendwie nicht. Es gab ja noch irgendwie eine Mauer. Die Frage ist, worunter war der? Genau, das sind die... Unterm Brückenkopf war der. Klar! Das ist nämlich das, was ich hier hinten hinsetzen will. So. Können wir nämlich hier viel, viel längere Abschnitte in eins bauen. Okay, das geht dann zu oft. Ich versuche hier gerade so ein bisschen... Abstand zu halten. Der ist für beide Seiten. So. Ja.
Dann ist jetzt die Frage, kann man hier mit einem 10 Meter Teil noch zusätzlich diese Ecke kaschieren? Wenn man den 1 Meter nach hinten baut. Das sind ja immer so die Punkte, wo wir sagen, ja, das könnte werden. Aber dann wird es nichts, weil einfach es nichts wird, ne? Ist dann immer so ein bisschen nervig. Schade, der geht da nicht ran. Das heißt, wir müssen... Habe ich auch noch irgendwo 20 Meter langes? Ne, 10 oder 60 haben wir. Aber nichts, was so halblang ist. Wir machen das mal kurz. So, dann ziehe ich einfach kurz den Gerade rüber. Dann können wir hoffentlich das eine Teilstück genau hier raufsetzen. Zack. Dann machen wir das hier. So. Ja. Das ist mal wieder perfekt. Doch irgendwie nicht. Das ging ja aber eigentlich so weit, ne? Die Frage ist, würde das halt... Nee, lassen wir hier einfach vorne auf der Ecke. Dann setzen wir halt hier wieder den Prähbock hin. Und dann soll die Stadt zuschauen oder zu sehen, was sie dann hier hinbaut. So. So. Ne, so sieht das dann auch entspannter aus für uns und für die Gebäude. Dann kann man ja hier immer noch sagen: Rückenkopf und Rückenkopf. Dann müssen wir halt versuchen, ja, hier irgendwie einen Übergang zu bilden aus beiden oder für beide. Wir fangen, glaube ich, erstmal hier an. Das war vielleicht einer zu viel und auf der anderen Seite einer zu wenig. So, erstmal setzen wir hier hinten nochmal eins dran. Dann haben wir hier nämlich den Vergleichswert. Wie weit wir gehen können. Ohne da auf irgendein Problem zu stoßen. So, so sollte das dann am besten aussehen, ne? Zack. Der ist jetzt hier zu weit. Machen wir kurz hier nochmal einen dran.
auch noch ein. Dann heißt es jetzt hier mal. Ey. Achso, das ist ja versetzt. Okay, das ist gerade tricky. Das geht aber. Ich glaube, das können wir so lassen. Dann machen wir jetzt hier einfach mal eine Sache. Machen wir das hier einmal flach. Zack, hier runter. Dann gleichen wir das jetzt hier aus und dann sollte das eigentlich gut aussehen. So. So soll ein Damm aussehen. So und nicht anders. Oh, hier haben wir glaube ich zu viel abgetragen. Das sah halt noch nicht gut genug aus. Ja, jetzt sieht es schon besser aus. Jetzt ist nämlich da unten auch flach. Dann können die da noch ein bisschen dran arbeiten. So, ne? Hier unten ist jetzt die Frage, wie kann man diesen Übergang bauen, weil da gibt es eigentlich nichts, was wir da hinsetzen können. Wir können nur sagen, hey, sieht super aus, mach mal weiter so, ne? So, Problem ist, hier zwischen ist halt nichts, gar nichts, weil es gibt kein Segment, was nur diesen Kopf hat. Gerade ein bisschen blöd. Jetzt hätte ich gesagt, ah, wunderschön, pass. Was gibt der hier nichts dafür? So, machen wir kurz einmal das hier noch weg. Dann können wir hier unten nochmal vielleicht eins der Logistikzentren aufbauen und dann machen wir gleich nochmal so die Straße. Einige mögen zwar gerade sagen, hey, das kannst du dir auch sparen, weil, ne, du bist fast fertig. Macht das lieber, wo es sinnvoller ist. ZB Sandbox oder Sandbox oder sowas. Nö, aber. Ne? Ihr könnt es ja auch zusammen machen. Dann seht ihr mindestens auch noch was. Vielleicht lernt man dann auch noch was, was ihr eventuell nicht kennt. Ich habe zum Beispiel von euch gelernt, was dieser RTI ist. Oder was ein RTI ist statt dem RTW. Ne? Ich weiß zwar noch nicht, wieso ITW. Ich für Intensivtransportwagen, keine Ahnung. Intensiver. Ah, nein. Ich weiß es nicht, muss ganz ehrlich passen. Aber so kann es halt jetzt aussehen hier. Mit den Ecken. Wartet mal. Brücke. Nehmen wir hier nochmal. Noch mal weg. Dann setzen wir das einfach hier vorne noch mal kurz um. So. Dann drehen wir das halt, wie es halt muss. Ne? So. Dann hätten wir hier vorne auch auf jeden Fall die Lösung. Dann passt das. Ah, hat was. Sieht fein aus, finde ich. Ja, schade. Also auf jeden Fall hätte das oder hat das jetzt ein bisschen mehr Style. Hier ist es blöd, weil da haben wir nichts zum Zwischensetzen.
Nee, die Betonplatten, die normalen, sind ja zu hoch, ne? Da war eh nix. Und das war nix, ne. Eine Betonplatte. Nein, die Betonrampe. Das waren die Bahnübergänge, das sind die Mauern. Es ist ein bisschen schade. Das sieht eigentlich cool aus. Das sieht eigentlich mega aus. Also, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Es sieht einfach ziemlich gut aus. So. Aha. Okay, wie sehe das jetzt aus, wenn ich den ganz normal hier reindrehe? Das geht sogar ganz normal. Aber hier müssen wir leider freilassen, weil... Na, wer kommt drauf? Ja, das stimmt. Weil wir hier ja noch die normalen Platten berücksichtigen müssen, beziehungsweise die Einfahrten. Deswegen ist es da eventuell nicht gerade von Vorteil, wenn wir da welche im Weg haben. Nicht schlecht aus. Das sieht halt wirklich nicht schlecht aus, wenn man zum Beispiel sowas hat. Vielleicht können wir das ja nochmal in den Bahnhöfen nachholen. Oder dass die Schienen gerade so über so eine Betonplatte rüber gucken. Das könnte ich mir auch noch gut vorstellen. So aus dem aktuellen Zeitpunkt raus. So. Ne? Ist blöd, dass das hier frei liegt, aber das hat echt was mega Geiles. So könnte man zum Beispiel Trams in die Stadt legen, wenn die Bahnhöfe kleiner wären. Ne? Das hätte was. Ach ja, ich will jetzt, glaube ich, gar nicht hier so weiter drumherum drängeln. Rutschen, sonst was, wie ihr es sehen wollt, das können wir jetzt hier wegreißen. Weil wir haben gesehen, es gibt eine viel geilere Lösung. Da. So, 60 ist viel zu lang. Nee, ich will auch nur einseitig. Und... Zack. Machen wir das hier oben jetzt genauso. Also drei Gleise nebeneinander gehen noch. Das ist gut zu wissen. Schlecht ist halt, dass man ja, dreieinhalb nicht hinkriegt, beziehungsweise vier. Da muss man dann vielleicht auch noch mal ein bisschen nacharbeiten. Paar. Ohne Witz. Das könnte echt unsere neue Leidenschaft werden. Hier. Betonplatten auszurichten und zu setzen. Nach dem Motto: Das ist hier dein Geländer. Bitte nehm das so hin und freu dich einen runden Keks. So. Zack.
So. Also so können wir das, glaube ich, dann echt lassen. Drehen und dann machen wir das Ganze jetzt hier drüben auch nochmal. Mal schauen, wie viel wir hier pro Segment rüber müssen. Wenn das so easy geht, dann ist ja schön. Hier leider mit in die andere Richtung wegen der Weiche. Dafür ist zum Beispiel sowas hier verdammt gut, wenn man hier solche eigenen Sachen sich aufbauen will. Das ist echt mega nice. So. So. Das sieht mega aus. Zack. Dann machen wir das jetzt hier einfach wunderschön den... die restlichen Einzelteile weg. Das mit der Straße ist eigentlich eine schöne Idee. Wenn ihr euch ein bisschen Zeit sparen wollt und ein bisschen Geld, dann baut ihr halt einfach eine Straße. Ihr gebt für eine Straße weniger aus, als wenn ihr zum Beispiel direkt das Terraform-Tool nutzt. Daher gute Alternative für die, die so ein bisschen Geld sparen wollen im Spiel. Natürlich gibt es ja auch Leute, die einfach das Geld haben und ausgeben können, ne? Und siehe uns jetzt gerade an mit über 800 Millionen. Sage ich auch noch, ach läuft. Wobei ich mich an Zeiten erinnern kann am relativen Anfang von Season 7, wo wir ja, zweimal einen riesen Kredit aufnehmen mussten, um uns hier unseren jetzigen Lebensstand erfüllen zu können. Ne? Weil ich kann jetzt hier sogar noch die Sachen angleichen und sagen, hey, läuft super, obwohl es eigentlich total scheiße läuft, ne? Ja, vielleicht reißen wir das hier oben nochmal raus. Irgendwie hat es doch schon was Schönes gehabt, aber sieht dann halt einheitlicher aus, ne? Jetzt sieht das hier auch vernünftig aus. Jedenfalls zu Anfang. Muss sagen, hey, so kann das generell aussehen, wenn wir wollen. Ja. Das ist doch dann was Schönes, wenn man so sieht. Jo, das läuft so, wie wir es haben wollen und nicht anders. So. Ziehen wir hier nochmal kurz die Straße. Ich will hier einfach nur wieder das glatt haben. Deswegen. So. Dann haben wir es hier halt auf der einen Seite ein bisschen erhöht, beziehungsweise können wir es ja wunderschön angleichen. Weil wir haben jetzt auf der einen Seite ein bisschen mehr, auf der anderen Seite ein bisschen weniger Höhe. Also von der Straßenhöhe eben gesehen, ne? Aber halt auf der einen ein bisschen mehr, auf der anderen ein bisschen weniger. Das verteilt das Ganze halt auch nochmal so ein bisschen, was ich schön finde. So. Dann haben wir hier so ein bisschen gerade doch vorne vorweg. Also direkt am Wall. Und dann verteilt sich der Rest einfach nach hinten. Ist halt auch mal was Schönes. So. Dann haben wir das ja hier so gesehen. So, schrauben wir das nochmal kurz runter. Dann bügeln wir das hier nochmal aus.
genau so sieht es jetzt wirklich mega nice aus. Haben halt hier oben die ja, Geländer. Wo wir sagen, jo, das ist eine Brücke. Ja, hier zwischen immer noch unser kleines WW. Aber das geht noch. Dann können wir zum Beispiel hier jetzt nebenan eine Strecke noch ziehen. Ja, das war gerade ein bisschen blöd. Das hat dann nämlich komisch ausgeglichen. So. Fangen wir hier hinten an. Dann ziehen wir hier noch halt so eine Art Betriebswerk oder sowas ein. Wo wir halt nochmal ein bisschen was machen könnten. Das wird nicht gerade. Doch so. So, das heißt, hier hätten wir schon mal eine Straße, in die wir jetzt halt das Betriebswerk, den Betriebshof, nicht Betriebswerk, anschließen könnten. So. Das wird jetzt hier einfach nur die Verlängerung, die normale. Dass wir da hinten raus können und damit wir dann hier eine angenehme Kurve rauskriegen. Für dann zum Beispiel das Werk hier oben, beziehungsweise für den Hof hier oben. Müssen wir ja auch in unterschiedliche Richtungen so gesehen raus. Geht nicht. So. Dann können wir das jetzt hier so legen. Dann haben wir bis hinten erstmal alles durch. Dann haben wir hier hinten zum Beispiel. Alter Finde. Okay. Vielleicht sollte ich doch aufpassen, wo ich was bauen soll. Dann haben wir hier nicht diese Terrain Problems. Ah. Das ist ja extrem shit gewesen. Ich habe eben gerade nach dem richtigen Wort gesucht, deswegen. So. Dann können wir nochmal nach dem hier nochmal. Dann als Zusatz ja, Zusatz ist super. Dann müssen wir ein bisschen Abstand halten. Beziehungsweise können ja hier eine Straße durchziehen. Noch ungefähr, wo wir lang können. So. Dann kommt dieser Logistikpark hier hinten hin. Es hört doch schon ein bisschen nach was aussehen, ne? Zack. So, passt gar nicht. Ja. Auch nicht schlecht. So, auf jeden Fall hätten wir hier so ein bisschen schon mal davon. Jetzt ist nur die Frage, setzen wir hier Bäume zwischen direkt oder sagen, wunderschön, das interessiert uns mal gar nicht.
dann sieht das Ganze so aus. Und das sieht, das ist sogar ganz okay. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Grünzeug. Wenn sie hier oben lang fahren, sehen sie halt, hier oben ist sogar noch was. Das waren die Hecken, das waren Tannen. Ich will hier einfach nochmal so ein bisschen Grünzeug nochmal zwischen haben. Ab und zu gibt es hier noch Stellen, wo zum Beispiel ein bisschen Vegetation reinpasst. Ist gar nicht so schlimm. So, zum Beispiel hier oben passt noch ein bisschen was rein halt, ne? Das ist vielleicht ein bisschen zu heftig da. Aber so kann es dann halt weitergehen. Oder vielleicht sagen, ja, da können wir noch ein bisschen weitermachen. Das ist auch wunderbar. Frage ist nur, wie lange können wir das so bis wo? Weil irgendwo gibt es immer ein Ende. Und irgendwo müssen wir sagen, Halleluja. Das ist jetzt in dem Fall das Ende, ne? Die Brückenrampe. Können wir die irgendwo noch einsetzen? Ich glaube nicht. Was wir noch machen können, ist das hier an Leichen. Also ein bisschen. Übergang hier rausformen. Beziehungsweise hier erstmal noch so ein bisschen aufschütten. Aufschütten. Nicht schütten. Und dann sagen. Ey, das machen wir erstmal hier gerade. Vielleicht dann hier schon mal so ein bisschen runter. Hier oben machen wir das halt auch gerade. Und dann nach hier hinten so wieder ein bisschen abwärts gehend. Dann haben wir hier auch genügend Spielraum für alles. So. Dann machen wir hier noch mal ein paar Bäume. So. Ne? Dann passt das hier. Frage ist, machen wir hier oben noch mal eine Straße rein für den ITW? Was für den hier? Das wäre halt die Frage. Lohnt sich das? Lohnt sich nicht? 37 von 37 auf Linie 13. Naja, geht so, ne? Da können wir garantiert noch ein bisschen mehr rausholen. Aus der Linie. So. Ich baue nur mal jede Strecke lang. Also nichts Besonderes, sondern nur einfach mal. Spaß ist halber. Von wo bis wo können wir gehen? Ohne dass es dann halt. Ja. Shit aussieht. Ha. Er sagt die ganze Zeit nur Shit. Nee. Wir wollen ja doch schon ein bisschen was haben, wo wir sagen: Ja, Mann, das ist richtig. Und das sieht auch so gut aus. Problem, wir wollen das so ein bisschen anders, aber soweit sollte das ja gehen. Das ist nahe Süd 03 oder nahe Süd 04. Das ist jetzt die Frage. Nur sichtbar 04. Nessieu 04. So, da wir hier oben ja auch schon ein paar Fahrzeuge haben. Dann einfach mal zwei von denen aus. Es ist eventuell so, dass es ja ein bisschen teuer werden kann. Das Ding ist, in dem Fall sage ich doch mal lieber, Optik geht vor, weil hier mit der sehe das glaube ich gar nicht so schlecht aus. So, die drehen wir gleich um. Dann fährt die gleich in die andere Richtung. Weil die Kurven sind halt so geformt, dass die eigentlich gut lang kämen. Hier unten sieht das auch noch okay aus. Ihr müsst euch das halt jetzt so vorstellen, dass es halt wirklich angenehm
Super, läuft. Ach du Scheiße, ich bin ja schon bei 40 Minuten. Hi. Okay, da haben wir mal wieder sehr viel geschafft. Ja, eigentlich nur die Mauern, ein bisschen Deko. Hier oben was und bauen wir hier noch eine Linie schnell durch. Das würde sich, glaube ich, nicht anbieten. Also wäre für uns, glaube ich, eher negativ als positiv. Ja. Aber das sehen wir ja alles, wenn wir da nochmal ein bisschen genauer hingucken und sagen, das muss so, das darf nicht anders, das muss. Dann kann ich mir das auch, glaube ich, gut vorstellen, dass wir da noch ein bisschen was hinkriegen können. Natürlich müssten wir jetzt auch noch ein paar Autos hier unten rausziehen. Dann kann der hintere Teil eventuell ja ein bisschen leerer bleiben, aber so hat das halt auch schon was, ne? Also der Vorschlag mit den Autos ist eigentlich gar nicht so schlecht. Formulieren wir es so. Es hat was. Ja, es hat was Schönes. So, natürlich dann auch mit der Brücke und hier dem Übergang. Was mir noch einfällt, was wir in dem Fall noch machen können, das wäre... Und das war ich nicht. Zack. Hier zum Beispiel das umzusetzen. Dass wir hier... halt noch die wunderschöne Mauer rumziehen. Das wäre, glaube ich, nochmal... oder ist eigentlich echt was Cooles. Kann man hier nämlich noch so einen kleinen Absatz reinmachen nach dem Motto, Halleluja, das geht ja doch ein bisschen tiefer. Ne? Einmal bitte richtig drehen. So, jetzt drehen wir noch einmal zurück. Jetzt natürlich ein bisschen runter. So. Ja. Es sieht nicht schlecht aus. Es sieht nicht schlecht aus. Das ist das Coole. Sieht mega eigentlich aus. Also, das, was richtig ist, sieht mega aus. Ne? Das ist ein bisschen lang. Ne? Das kann man hier hinten gut umsetzen mit den langen. Wenn die dann auch richtig dicht aneinander sind. Ups, zack. So, sonst müssen wir das hier nämlich auch die ganze Zeit machen. Ja, einspurig ist natürlich der einzelne viel geiler, weil man da halt dann noch so ein bisschen Einstellungsoptionen hat. Also die kann man sogar bauen, während hier ein Zug lang fährt. Für die Einzelstrecken natürlich viel geiler, das einzelne Modul. Da kann man dann halt noch ein bisschen, ja, hier und ich habe hier noch ein bisschen was, ne? Also da halt immer so die Detailsachen. Aber zum Beispiel, sowas ist halt auch nicht schlecht. Wenn man sich das mal überlegt, wie viel Arbeit das eigentlich gekostet hat, sowas damals aufzubauen und was wir jetzt hier gemacht haben, dieses Instant hinklatschen und schon fast fertig, dann ist es doch schon krass. So, jetzt haben wir hier den ordentlichen Weg durchgezogen. Jetzt kann man das halt noch ein bisschen nach hier unten weggehen lassen. Jetzt fehlt hier eigentlich wirklich der Hochdamm, aber ich glaube, den gibt es nur als Signale. Oder Signaltypen oder was das waren. Hochdamm left. Ich will den normalen Hochdamm. Falls der noch drin ist. Das sind immer nur die Zwischenstücke. Nee, schade, der ist derzeit nicht drin. Der normale Hochdamm.
sonst hätte ich den einfach gesetzt und gesagt, hey, wunderbar, das nehmen wir so und fertig ist das Ganze. Ne? Weil der Hochdamm, ich kann es dir mal zeigen. Ach nee, das ist der normale Damm, ich brauche den Hochdamm. Passt sich halt eigentlich optimal hier an, ne? Da gibt es so einen kleinen Übergang. Das Problem ist halt, das kann ich nur da setzen, wo wir halt kein Signal haben. Beziehungsweise, ja, nur setzen, wenn wir was drin hätten. Aber irgendwie scheint es ja nicht drin zu sein. Deswegen ist das ein bisschen problematisch. Aber sonst geht's ja hier. Da 39 Leute, woher kommen die Leute denn? Ui. Okay. Ja, auf jeden Fall sieht halt so der Plan aus, das ein bisschen weiterzuführen. Vielleicht machen wir ja mal irgendwann, wenn wir nochmal eine neue Season machen sollten, das gleich von Anfang an mit den diesen Dämmen bauen, dass wir das halt dann optimal nutzen können für später. Oder halt im Sandbox, das wäre auch noch eine coole Idee. Ich glaube, dass im Sandbox einfach umzusetzen ist, weil da haben wir ja weniger Brücken oder weniger Brücken und Hochdämme. Da kann man aber so eine schöne Hupe anbauen. Ach ja, auf jeden Fall wisst ihr jetzt ungefähr, was hier die Sache ist und was wir uns halt vorstellen können bzw. machen wollen. So, wie sieht es hier aus mit den Strecken? Minus, minus, das ist klar. Minus. Ja, die machen auch Minus. Schicken wir eine mal ins Depot. Ja, es macht auch Minus, ist auch kein Wunder. Da schicken wir auch ein. Wieso haben wir denn dafür keine Haltestelle? Also kein Depot. Kein Weg zum Depot. Komisch. Wir haben doch hier aber alles normal genutzt. Also ohne, dass ich jetzt hier übertrieben was hatte. Setzen wir zum Beispiel hier oben nochmal dann dran, das normale Depot. Kann aber nicht ins Depot. Komisch. Komischer Vogel. So, ja, auf jeden Fall würde ich erstmal sagen, war's das. Wir haben ein bisschen was geschafft. Sieht halt jetzt wesentlich geiler aus. Da müsste man halt vielleicht nochmal ein bisschen Grünzeug hinbauen über eine Straße, dass hier nochmal ein Haus hinzieht. Aber das ist, wie gesagt, halt alles im Laufe der Zeit hier wieder mit zu sehen. Und dann sehen wir uns einfach in der morgigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht, ja, sagt ihr nochmal so, was ihr noch schön findet. Beziehungsweise, wenn ihr noch einen schönen Mod habt, könnt ihr den ja nochmal posten. Aber bitte keine Bilder, sondern einfach einen direkten Link. Ne? Ruhig den Trainfever-Link, der direkt ist. Ja, weil einige Links nicht aufzurufen waren, die mir das letzte Mal schon Links geschickt haben. Naja, uninteressant. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.